Hallo, liebe Lichtgeschwindigkeitsaufrufer hier, wer sich die Zeit nimmt, ich versuche das zu belohnen durch gute Auswahl und möglichst gute Überlieferung. Hier Vorstellung der Ossietzky Zwei-Wochen-Schrift und wie das immer eine gute Sitte ist, vorher eine kleine Einstimmung. Once she came into my room, feathered heads at all. Scarlet ist es vielleicht nicht, dafür ist es ein bisschen zu leuchtend, ein bisschen zu hell. Ich lese hier jetzt einige Beiträge vor, der Reihe nach, um ein solches Heft vorzustellen. Das kann man für wirklich wenig Geld abonnieren oder auch als Einzelhefte beziehen. Und Kontakt bekommt man durch ossietzky.net im Internet. Mein Beitrag, den ich hier vortragen möchte, der heißt Im Schatten der Dienste von dem Autoren Wolfgang Schreier. Ossietzky Heft 3 2013 Seite 84. Wolfgang Schreier Im Schatten der Dienste. Lichtgeschwindigkeit 2879. Heute ist der Dienstag, der 12. Februar 2013. Im Schatten der Dienste. Im April 1943 zerplatzt hoch am Nachthimmel über Magdeburg ein einzelnes 8,8 cm Geschoss. Leutnant T. Punkt, Vizechef meiner Flakbatterie hat den Abflug britischer Fernaufklärer für uns unerreichbar mit der Weisung Russen raus quittiert. Gemeint sind jene Kriegsgefangenen in den Geschützständen, die dort Munition schleppen müssen. Den so gebellten Befehl missversteht ein nervöser Unteroffizier im Kopfhörer als Schuss raus, er feuert los. Der Gefechtsstand schwirrt von Anfragen vorgesetzter Stäbe, die Batterie 1-539 ist blamiert, was bei der Angriffsdichte ein Jahr später keinen mehr gekümmert hätte, wird nun zum Ärgernis. Das finden wir Flakhelfer komisch und schreiben es auch heim. Mein Text zitiert den alten Spruch, jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Der Leutnant aber zensiert die Feldpost scharf, greift er durch. Ohnehin heißt das Kernthema seiner Vortragsreihe speichelsprühend markiert Spionage und Sabotage. Geheimnisverrat schreit er jetzt so, dass man vor ihm zittert. Wer den nochmal verübt, dem kommt die Gestapo ins Haus. Formal ganz richtig, als Schüler und Kindersoldat nicht vereidigt, bloß dienstverpflichtet, gehört man vor kein Kriegsgericht. Die geheime Staatspolizei ist für uns da und noch in Unkenntnis all der tatsächlichen NS-Verbrechen trauen wir dieser bereits damals Schlimmes zu. Die Szene hat sich mir eingeprägt, als erste Berührung ganz von fern mit solch einem Terror- und Sicherheitsorgan. Mein zweiter Kontakt schon sehr direkt folgte auf die Heimkehr aus US-Gefangenschaft, Kriegsgefangenschaft, im März 1946. Wer da aus amerikanischer Hand von drüben kam, der musste sich, so war es üblich, bei der östlichen Besatzungsmacht melden. Und deren Abwehrdienst fühlte ihm auf den Zahn. Hätte ich drüben denn an Lehrgängen teilgenommen? Nein? Na gut, aber was würde ich tun? Käme mir etwas zu Ohren von einem Anschlag auf die Sowjetarmee? Ach was, nicht die deutsche Polizei verständigen, sondern ihn, den Leutnant Achetin, hinterm grünen Bretterzaun in der Porsestraße von Magdeburg-Buckau. Das geht zum Herrenkrug hin, zu dieser wunderschönen Pferderennbahn. Ich habe dort gewohnt, ich kenne das, Magdeburg, Buckau. Verblüfft stimmte ich zu.
Es klang rein hypothetisch, solche Anschläge plante ja kein Mensch. Nun bekam ich von ihm eine Handvoll Machorka, Tabak und war damit angeworben. Das ging mir freilich erst auf, als er mich durch die Volkspolizei erneut zu seinem Amtssitz bringen ließ und tadelnd fragte, wo denn nun die Hilfe, ihm von mir doch versprochen, eigentlich bliebe. Immerhin begriff ich, ihm lag nichts an Einzelpersonen, man musste nicht denunzieren, die Gesamtlage hatte er im Blick. Daher begann mein Wochenbericht meist, die Leute sagen in der Straßenbahn, gefolgt von alltäglichen Klagen auch über Diebstähle durch Rotarmisten, den Schwarzhandel oder das Demontieren von Strommasten an der elektrifizierten Bahnlinie nach Halle. Achetin nahm das lässig zu den Akten. Trink froh mit der Dolmetscherin scherzend, ließ er spürbar die Zügel schleifen. Bald glaubte ich, dank dieser 30 Zeilen in klarer Maschinenschrift, sein bester Mann zu sein. Den Mix aus Dichtung und Wahrheit schaffte ich leicht neben dem Büffeln fürs Abitur. Daneben entstand ja außerdem mein erster Roman, betreut von einem Kriminalrat AD, der half mir mit Fachliteratur aus den 1920er Jahren. Derlei Kompetenz verleitete mich, dem Leutnant Vorschläge zu machen. War es denn gut, wenn mir in seinem Haus ein Klassenkamerad begegnete, im selben Auftrag unterwegs? Wo blieb da der Quellenschutz? Besser wohl das Abliefern zu dezentralisieren, das heißt, den Wochentext einem V-Mann-Führer ganz woanders unauffällig zu übergeben, denn sonst, so spann ich den Faden fort, brauche zum Beispiel der britische Secret Service nur einen Spion ins Nachbarhaus zu setzen, um all die Zuträger zu enttarnen. Dass Achetin dem naiven Rat tatsächlich folgte, sprach für die Einsicht in das professionelle Defizit vor Ort. Ich übersah nur, wie solche Besserwisserei mich auch verdächtig machte. Und als mein Schulfreund wirklich zu den Briten ging, einem Ruf der BBC folgend ins Lancaster House am Färbeliner Platz in West-Berlin, um für seine Notlage dort Verständnis zu finden, da nahm der Russe uns beide fest. Als schuldig der Kontaktaufnahme mit dem fremden Geheimdienst. Mitte März 1947, eingesperrt in die Zelle 47 des Gefängnisses hinter Magdeburgs Justizpalast, verpasste ich das Abitur. Doch mehr geschah mir nicht. Einzelhaft von ungewisser Dauer führt auch zum Nachdenken, legt Räume der Fantasie und Erinnerung frei. Anfang Mai dann entlassen, blieb mir die Erkenntnis, dass man nochmal davongekommen ist, weil der Russe besser sein mochte als sein Ruf, dass es aber trotzdem klüger war, Geheimdienst dann auszuweichen und künftig nicht am Bart des Tigers zu zupfen. 8 Jahre später ist das freilich vergessen. Mein Kriegsbuch erscheint. Es schildert den Warschauer Aufstand vom Sommer 1944 und nun folgt die dritte Berührung. Magdeburgs MFS Bezirksverwaltung lädt mich ein zur Lesung. Das Publikum lauscht, applaudiert. Danach raunt mir jemand zu. All die konspirativen Details in dem Buch sagten ihm, ich sei doch einer von ihnen. Nein, wehre ich ab, das sei aus Fachtexten geschöpft, offenen Quellen. Doch er glaubte mir nicht, sondern lobt, sie können schweigen. Das Dementi wertet mich eher noch auf. So gestärkt betrete ich einem Tipp des Kripo-Chefs meiner Heimatstadt folgend im Herbst 1955 die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin, um dem Leiter der Abteilung Agitation Stoff für spannende Geschichten zu entlocken. Liegt es doch nahe, den Spieß einmal umzudrehen und das Archiv der Behörde anzuzapfen. Doch Oberst Bormann, ein proletarisches Urgestein, wittert fremden Stallgeruch.
einem parteilosen Jungautor trauen, den speist er lieber mit ein paar Broschüren ab. 11 Jahre später versuche ich, gedrängt von meiner Verlegerin in Magdeburg noch einmal. Von dort leitet ein Major Kammler mein Ansinnen der Berliner Hauptabteilung XX, also 20, zu, deren Chef Oberst Kienberg es prompt verwirft, mit Hinweis auf meinen Kontakt zu Kollegen wie Stefan Heim. Der anfangs neutrale, ja sogar respektvolle Ton zwischen Autoren und Stasi-Leuten ist Mitte der 60er Jahre schon arg getrübt. Seit dem 56er Ungarn-Aufstand fühlen wir uns zunehmend überwacht. Wir können einer vom MFS bedrängten Kollegin helfen, sich zu dekonspirieren, dazu noch 2 Spitzel enttarnen, doch indem wir uns wehren, füllen sich auch unsere Akten. Schon um 1980 sind es bei mir 15 Ordner, 2 mehr als schließlich zu Helmut Kohl. Ohne das Ausmaß zu ahnen, beklage ich mich zur selben Zeit bei dem Sekretär der SED-Bezirksleitung für Volksbildung, Wissenschaften und Kultur, Winnig. Der rät mir ernsthaft, das MFS nicht zu dämonisieren. Man tue dort nur das Notwendige. Die sozialistische DDR, voll im Sog und Visier des Westens, brauche solchen Schutz dringender als der kapitalistische Nachbar, dessen Profitsystem, so ungerecht und ausbeuterisch es auch sei, noch vom Erfolg des Marshallplans und des Wirtschaftswunders zehrt, stabilisiert durch die D-Mark. Den Westbürger lenke nämlich schon der Wunsch, Geld zu verdienen und Karriere zu machen, etwas, das in unserer egalitären Gesellschaft mit ihrer Verteilungsgerechtigkeit so nicht wirken kann. Wer wollte sich dem verschließen? Klar, dass das MFS auch wachsam gegenüber Schlendrian in den Betrieben faktisch so groß sein mag wie drüben der Verfassungsschutz, BND und MAD zusammen. Beinahe so flächendeckend wie die Reklame dort, für die man weit mehr ausgibt als wir für die Stasi. Schon 50 Milliarden D-Mark im Jahr sollen es sein. Winnigs Plädoyer beschäftigt mich. Sein Hauptargument ist, dass MFS verzichte auf individuellen Terror, zu dem die Geheimdienste weltweit neigen. Es plane weder Mordanschläge noch Putsche, wie speziell die CIA. Auch bleibe es bei uns, anders als etwa in Rumänien, beim verdeckten Ausspähen und Sammeln gerichtsverwertbarer Fakten. Schön wär's. Nur widerspricht dem die gefühlte Zunahme der Überwachung. Dazu verschwimmt nun die Grenze vom bloß Nachforschenden zum operativen Vorgehen, wie es eher im Ausland vertretbar ist. In der Bezirksverwaltung Magdeburg entwirft Oberstleutnant Reif Ende 1980 recht offensiv eine Konzeption, deren Punkte unter anderem vorsehen, dass ein Romeo mir die Partnerin ausspannen soll, all dies, um einen als lästig empfundenen Autor zu stoppen. Zwar hat das nicht funktioniert, doch derlei Erschütterung und Zersetzung, wie es amtlich heißt, gehört längst zum Inlandsrepertoire. In solchen Fällen ging die Staatssicherheit deutlich zu weit. Fast so weit wie Edgar Hoovers FBI, das schon 1954 Harry Belafonte praktisch in die Zange nahm, als es Janet Kay, die einfühlsame Psychotherapeutin des schwarzen Entertainers, auf ihn ansetzte und es zugleich schaffte, dass deren Ehemann J. Richard Kay Belafontes Manager und Vermögensverwalter wurde. Beides nur, weil dem FBI die liberale Haltung des Bürgerrechtlers als subversiv erschien. Er galt dort als kommunistischer Verschwörer.
Das hätte auch bei jedem anderen nicht nur Depressionen, sondern geradezu Paranoia auslösen können, schreibt Belafonte dazu in seinem von Christian Lutze übersetzten Buch My Song, Köln 2012. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis ein linker Anwalt ihm enthüllte, dass Kay als Schatzmeister der KP-Ortsgruppe von Chicago Gelder veruntreut hatte und so in Hoovers Hand gefallen war, der ihn nun zum Spitzeldienst zwang. Dazu erhielt Kay eine neue Identität und dank plastischer Chirurgie auch ein neues Gesicht, was an die Tarnung legendärer Gangster der 30er Jahre anknüpft. Trotz mancher Komik, die uns verleitet, von Schlapphüten und dem zweitältesten Gewerbe zu sprechen, es hilft nichts, den finsteren Komplex zu ironisieren. Geheimpläne und verdecktes Vorgehen sind weltweit Bestandteil von Wirtschaft und Politik, fest verankert in unserer Wirklichkeit, zum Nutzen der Eliten, die am liebsten aus dem Hintergrund wirken. Dem Schutz ihrer Interessen dient auch Desinformation, das Streuen falscher und belangloser Stories. Ihr Dilemma: mangels Aufklärung gravierender Ereignisse wie etwa 9/11 sinkt das Vertrauen in die Politik, was zu Resignation und Zynismus führt. Mehr Transparenz aber kann auch gefährlich sein. Mit Glasnost fing schon mal ein Untergang an. Doch Macht korrumpiert in jedem Land. Wir Bürger müssen sie kontrollieren. Sonst wird unsere Gesellschaft schleichend unterspült. Ja, besten Dank, Wolfgang Schreier, für den Beitrag hier im Schatten der Dienste in Osjetski, Heft Nummer 3, im 26. Januar 2013. Und ich werbe für die Zeitschrift Osjetski. Kann man als Einzelheft kaufen und abonnieren. Und danke für den Aufruf hier.